Gava Siddhasana, die Stellung des Yogameisters Gava Siddha. Rafaela von Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Im Hocken gibst du die Fußsohlen zusammen und die Zehen nach außen. Du stehst auf den Zehenspitzen. Dann gibst du die Hände auf die Knie, atmest gleichmäßig und hältst die Stellung ruhig, soweit es dir möglich ist. Das ist Gava Siddhasana. Die Stellung stellt sehr hohe Ansprüche an Gleichgewicht und innere Ruhe. Eine gute Übung auch für die Flexibilität der Knie. Wenn du diese Stellung eine Weile gemacht hast, kannst du dann wieder zurückkehren zu einer kreuzbeinigen Stellung oder zur nächsten Gleichgewichtsstellung. Gava Siddha gehört zu den 84 Natha-Yogis, zu den 84 großen Yogameisters der Natha-Tradition. Siddha heißt Meister und so ist Gava oder auch Gava Siddha einer der großen Yogameister. Und eine der vielen Charakteristika von Yogameistern ist innere Ruhe und Gleichgewicht bei gleichzeitiger Offenheit für andere. Das wird ausgedrückt durch Gava Siddha Asana.